Unsere Gruppe hat sich mit der 3D-Modellierung des Neubaugebiets Biegen-Durlacher Weg beschäftigt. Bei dem Gebiet handelt es sich um eine suburbane Ergänzung der Gemeinde Linkenheim-Hochstetten, die als Auftakt für weitere Ergänzungen gilt und sich noch in der Fertigstellung befindet. In der nachfolgenden Präsentation wollen wir kurz unseren Ablauf beim Aufbau des 3D-Modells erklären und darüber hinaus eine kleine Anleitung geben. Als erstes würden wir kurz unser Vorgehen erläutern. Der erste Schritt war bei uns die Recherche. In diesem Schritt haben wir Grundlagen, auf denen man das Modell aufbauen kann, wie zum Beispiel Bebauungspläne oder Ortfotos zusammengetragen. Dabei ist es auch schon mal sinnvoll, sich zu überlegen, was man letztendlich darstellen möchte. Im nächsten Schritt haben wir die Daten aus dem ersten Schritt genutzt, um eine Grundlage für das Modell in SketchUp zu erstellen. Wir haben dafür eine 3D-Datei von CutMapper exportiert und sie mit Hilfe des Bebauungsplans und anderer Daten angepasst und verfeinert. CutMapper ist eine Website, auf der man bis 1 Quadratkilometer Größe kostenlos Pläne und 3D-Grundlagen runterladen kann. Während der Modellierung haben wir das Modell schrittweise erweitert und verfeinert, indem wir zum Beispiel fehlende Bebauung zugefügt haben, Staffagen wie Bäume eingefügt und unterschiedliche Flächen angelegt haben. Eine weitere Fragestellung dieses Schritts war, wie man verschiedene Elemente visuell differenzieren kann. Wir haben dafür oft eine Unterscheidung in der Farbgebung gewählt. Als finalen Schritt haben wir Visualisierungen des Modells erstellt, anhand derer wir das Modell überprüft haben. Dafür haben wir es mit der Realität verglichen, indem wir es vor Ort gemachten Fotos gegenübergestellt haben. Als Renderprogramm haben wir dafür Enscape als SketchUp-Plugin genutzt. Wir möchten im nächsten Schritt etwas genauer auf unser Vorgehen beim Modellieren und unsere Ebenenstruktur eingehen. Das Modell ist auf unterschiedlichen Ebenen angelegt, sodass man bei Darstellungen verschiedene Dinge leichter hervorheben oder ausblenden kann. Hier im ersten Schritt ist die Umgebungsbebauung von Linkenheim-Hochstetten zu sehen. Die Umgebung mit einzubeziehen war uns wichtig, um Zusammenhänge und Übergänge darzustellen. Um sie jedoch klar vom restlichen Modell abzuheben, ist die Bebauung als einfache weiße Volumina dargestellt. Eine weitere Ebene des Modells sind die Grünflächen. Es wird zwischen öffentlichen, privaten sowie landwirtschaftlichen Grünflächen unterschieden. Diese sind im Modell durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet. Zudem haben wir die Bepflanzung, insbesondere Bäume, aus dem Bebauungsplan übernommen und eingefügt, welche wir als Staffagen aus dem SketchUp Warehouse entnommen haben. Neben Verkehrsflächen bilden auch die öffentlichen Parkplätze eine eigene Ebene. Diese sind hier südlich des Gebiets und als Seitenstreifen der Straßen zu sehen. Farblich unterscheiden sie sich von den hellgrauen Straßen durch einen dunkleren Grauton. Da die Straßen in der CutMapper-Datei unvollständig waren, haben wir diese zunächst auf Archicad anhand des Bebauungsplans überarbeitet. Die bereits umgesetzte Bebauung haben wir im Vergleich zu der Umgebungsbebauung von Linkenheim-Hochstetten genauer ausformuliert. Es sollen Dachformen, Bauweise sowie Geschossigkeit ablesbar sein. Um die Gebäude genauer modellieren zu können, haben wir neben den Grundlagen aus CutMapper Fotos von unserem Rundgang vor Ort, aber auch Google Maps-Dateien benutzt. Da die Bauphase im Gebiet noch nicht abgeschlossen ist und noch nicht alle Gebäude realisiert wurden, haben wir noch eine zusätzliche Ebene für die geplante Bebauung angelegt. Neben der grau eingefärbten, bereits umgesetzten Bebauung ist diese durch ein helles Orange gekennzeichnet. Die modellierten Gebäude beruhen auf der Grundlage des Bebauungsplans und anderen bereitgestellten Planungsgrundlagen. Sie bieten einen Ausblick darauf, wie das Gebiet zukünftig aussehen könnte. Im nächsten Schritt haben wir Visualisierungen aus dem SketchUp-Modell erstellt, um einen physischen und digitalen Eindruck festzuhalten. Dafür haben wir drei Perspektiven ausgesucht. Die erste stellt die Eingangssituation im Süden dar. Dafür haben wir die Situation Carré am Marktplatz nachgebaut, um im dichteren Teil des Wohngebiets die bauliche Situation darzustellen. Die Haupterschließungsstraße führt zur ersten Platzsituation und zeigt die rote Bebauung, die momentan noch in Planung ist. Die zweite Perspektive zeigt die Atmosphäre in einer Wohnstraße mit verkehrsberuhigtem Bereich. Hier ging es beim Modellieren um das Wechselspiel zwischen urbaner Bebauung auf der linken Seite und kleineren Häusern auf der rechten. Die Wohnstraße wird ergänzt durch breite Fußgängerwege und lädt auch zur Erschließung mit dem Fahrrad als verkehrsberuhigte Straße ein. Die dritte Situation zeigt eine grüne Straße, die sich fast durch das ganze Wohngebiet zieht und am öffentlichen Platz mit dem gemeinschaftlichen Wohnen endet. Beim 3D-Modell ging es hier darum, die Grünflächen darzustellen, die als Naherholungsflächen dienen können und die restlichen Teile des Wohngebiets mit kleinen, nur für die Fußgänger bestimmten Wege erschließen. Im nächsten Schritt ging es um die Überprüfung vom gebauten 3D-Modell in Bezug zur gebauten Realität. Im 3D-Modell ist die Karree-Bebauung bereits umgesetzt, die momentan aber noch eine Grünfläche ist. Die Wohnstraße wurde, wie man das hier im Vergleich sieht, fast 1:1 so umgesetzt,
auf der linken Seite die urbanere Bebauung, rechts die Einfamilienhäuser mit den davorliegenden Parkplätzen. Außerdem gibt es hier im verkehrsberuhigten Bereich einen anderen Bodenbelag wie in den größeren Straßen. Auch die grüne Straße sieht in der Realität fast genauso aus wie im Modell. Die seitlichen Grünstreifen werden ergänzt durch die Hecken und Bäume, welche dann im hinteren Teil in den öffentlichen Platz übergehen. Zum Fazit, man wird feststellen, dass die Plangrundlagen nicht alle zu 100% übereinstimmen werden und teilweise nicht aktuell sind. Für den Detailgrad, den wir erreichen wollen, ist das allerdings nicht so wichtig. Trotzdem ist es wichtig, die verschiedenen Grundlagen richtig skaliert in einen Plan zusammenzufügen und damit in späteren Phasen gut weiterarbeiten zu können. Die Daten aus CADMapper eignen sich, um sehr schnell ein grobes 3D-Modell zu erzeugen. Allerdings ist es für das eigentliche Gebiet zu ungenau. Deshalb sollte dieses nochmal komplett überarbeitet werden. Wir haben unser Gebiet in SketchUp gezeichnet, allerdings empfehlen wir, den Untergrund mit einem CAD-Programm wie Archicad zu zeichnen, weil SketchUp für 2D-Zeichnungen wie Straßen einfach nicht geeignet ist. Für den nächsten Schritt ist es sehr hilfreich, vorher schon zu wissen, welche Ebenen man darstellen will und was für Darstellungen einem wichtig sind, damit man es später nicht nochmal ändern muss. Bei SketchUp ist zu beachten, dass zum Beispiel Objekte und Gruppen in verschiedenen Ebenen liegen können, was es später dann sehr kompliziert macht. Staffage Objekte helfen, die Visualisierung zu beleben und bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel Grünräume, hervorzuheben. Allerdings ziehen zu viele 3D-Objekte auch stark an der Leistung und man sollte sie auf jeden Fall in eigene Layer gruppieren. Als Gesamtfazit können wir sagen, dass es wirklich hilfreich ist, bevor man anfängt, eine klare Struktur zu haben. Aber wenn man diese Punkte einhält, dann ist das ein effizienter Weg, um so ein Gebiet zu visualisieren.